war eigentlich geplant zu Weihnachten, aber ja, dann wollte ich eben zu Weihnachten Hustle Castle spielen und es tut mir leid. Und jetzt habe ich zu Silvester Brawl Stars gebracht. Gestern habe ich auch ein bisschen gespielt. Und also habe ich auch ein bisschen Brawl Stars gezockt. Und da habe ich einen neuen Brawler bekommen. Den Magier. Also nicht den Magier, den Dings, den der was die Tränke wirft. Ich vergesse den Namen nicht, denn. Warum ladet das nicht? Wartet, Leute, kurz, ich starte das Spiel schnell neu. Ich habe es jetzt nochmal neu gestartet, wenn es jetzt auch nicht funktioniert. Auf Internet? Hä? Ganz kurz. Und Leute, es tut mir urleid, doch ich habe es jetzt ein paar Minuten, also ich habe es jetzt ungefähr eine Minute probiert. Es hat nicht geklappt. Ich werde es vielleicht nach ein paar Videos bringen und ich hätte es natürlich heute gern gebracht. Aber Brawl Stars funktioniert wirklich nicht. Nee, glaube nicht. Ja, es tut mir leid, Leute. Oh, doch, jetzt funktioniert es, glaube ich. Oh. Hallo? Brawl Stars? Das können wir doch spielen. Funktioniert es? Ja, es funktioniert, glaube ich. Ja. Leute, wir können doch Brawl Stars spielen. Endlich. Ich habe den Magier Barely. Vorher spielte ich immer mit Cold. Und Poki, also Poco, mag ich nicht so. Aber als Profilbild habe ich trotzdem Poco. Ja, bevor wir noch kurz ins Spiel spielen. Also, bevor wir noch kurz spielen, möchte ich euch noch meinen Club vorstellen. Ihr könnt gerne beitreten. Clubkürzel steht da unten. Und ich bin bis jetzt der Einzige. Das bist du. Ich könnte natürlich auch Einladungen teilen, aber ja. Wenn ihr. Also wenn ihr Änderungen, wenn man, ja, also der Clubname ist Katzengang und das Abzeichen ist ein Kaktus mit einem grünen Hintergrund. Ja, und dann spielen wir mal. Das lang ersehnte Brawl Stars. Nein. Ja, Leute, ich habe kurz hier auch noch mal passieren müssen, weil ja. Aus privaten Gründen. Aber wir haben fast Countdown. Countdown. Und ich habe keinen einzigen Juwel. Ready for another?
Probleme. Noch ein Spiel? Ja, spielen wir noch ein Spiel. Schau ich dann, wie viel Schaden Poco macht. Gerade weil Winter ist, ist das alles ein bisschen verändert. Es ist alles ein bisschen verändert und ja. Das ganze Design und so Zeugs ist jetzt ein bisschen anders. Aber nach dem Spiel hören wir dann auf und also nicht Brawl Stars zu spielen, sondern ich möchte euch noch was zeigen. Und ja, ich habe deswegen den Magier genommen, nicht den normalen, weil der Magier einfach cooler ausschaut und genauso viel Schaden zwar macht, aber ja, einfach nur cooler ausschaut. Oh, ich bin Level 6 in Erfahrung. Verlassen. Okay. Entfordern. Was eigentlich ist? Das nehmen wir nicht mehr, das. Wow. Jetzt kann ich eine Kiste öffnen. Ich stelle dann den Sound ein bisschen lauter. Okay, und was nehmen wir? Ja, nehmen wir Brawl Ball. Habe ich heute das freigeschalten? Brawl Ball. Hol dir den Ball. Aha. Okay. Ach so, muss man den Ball beschützen? Bringt sich was, wenn man da wartet? Ja, ich glaube schon. Nee, ach so. Naja, gut. Das Match ist vorbei. Aha. Ja. Wir verlassen hier das. Okay. Oh, ich kann doch wieder eine Kiste öffnen. Nita. Poco. Moment, Leute, ich muss. Und Leute, wenn euch. Ich habe jetzt. Bin jetzt in die Galerie gegangen. Und wenn ein paar von euch denken, dass ich ein Noob bin, weil ich jetzt zweimal nicht Star-Spieler war. Ja. Hier sieht man es. Da hatte ich noch Cold als Skin. Und da war ich Starspieler. Und jetzt gehen wir wieder zu Brawl Stars. Fängst du neu an.
Aber ja. Shop, was gibt's da? Neuer Brawler, Penny, neuer Skin, nee. Habe ich schon eingefordert. Und Leute, ich muss kurz zu Hustle Castle wechseln, weil ich dann euch noch was zeigen will. Ganz kurz noch. Also wenn zufällig jemand von euch Hustle Castle spielt und er möchte mich finden, dann ist es jetzt einfacher. Weil vorher bei Falkas waren ja ein paar, die hatten den gleichen Namen wie ich. Also, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und jetzt habe ich einen eigenen Clan erstellt. Und der heißt, und das werdet ihr gleich sehen. Und von dem Clan, den ich euch jetzt zeige, bin ich der Clan-Chef. Und übrigens, meine Truppen hab ich auch schon ein bisschen verändert. Ich zeig's euch schnell und dann zeige ich noch den Clan und dann wieder zu Brawl Stars. Jack, James, Rex und Mr. Temper. Eigentlich wollte ich, dass er Mr. Templar heißt, aber das ist sich nicht ausgegangen. Ja, wo schicken wir Ethan hin? Ich schicke mal da, da verringert ein bisschen die Zeit. Und... Ausrüstung. Ja, ich habe sie gefertigt, die Rüstung, weil ich noch immer 52 gewöhnliche Splitter habe. Naja. Die Ausrüstungen gebe ich zum Beispiel, weil einen von einem nehmen Hund. Und kurz. Ja. Weil ich habe noch keine Tischler-Ausrüstung. Also keine Sägewerksausrüstung, Tischler-Ausrüstung. Deswegen habe ich hier auch Ausrüstung des Scharfschützen-Speers. Die, was ich gefertigt habe. Was wir gerade abgeholt haben. Ausrüstung des Scharfschützen-Speers. Na gut, ist sowas ähnliches. Ja, jetzt zeige ich euch noch schnell den Clan. Und der Clan heißt Katzengang, ist mit diesem Wappen. Und ich bin Clan-Chef. Ja. Dann sage ich, gehen wir wieder zu Paul. Stars. Also wenn einer das Spiel hat und... Ja. Okay, so... Ja, wir spielen noch ein Spiel noch. Ein Spiel noch. Diesmal spielen wir Showdown. Solo oder Duo? Nehmen wir Duo. Kämpfen wir. Okay. Okay. Teams 3. Muss man. Achso. Warte, was man bei diesem Spiel tun muss. Was muss man eigentlich bei diesem Spiel da tun? Bei. Was ich gerade gemacht. Was ich gerade spiele. Das Teams da. Dieses Spiel. Wenn es einer weiß, schreibt es mir in die Kommentare, weil dieses Spiel check ich nicht so ganz. Ja. I'm ready to serve.
Ach, ich wollte noch schauen, wie viel Leben Poco hat. So, dann. Eins. Ein Team noch über. Und der ist da. Oh. Rang 4. Cool. So, jetzt schauen wir noch schnell, wie viel Schaden Poco macht. Dann ende ich das Video. 693 Attackschaden und ich mache 600. Dafür habe ich 2400 Leben und der nur. Und der Super Skill Heilung. No. Eigentlich ist Boko da wirklich besser. Ja. Und ja, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da, um auch eine goldene Mango zu werden und zur goldenen Mango Gang dazu zu gehören. Dann bis zum nächsten Video am nächsten Montag. Bis dahin. Tschüssi.